Einen wunderschönen guten Tag, Timosch Kee mein Name. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute einmal die Weekly durchgehen und gehen nochmal ein bisschen auf den Horizon World Cup ein. Da hat sich nämlich ein bisschen geändert. Zuerst einmal aber zur Weekly. Und zwar sind wir im Winter angekommen, wobei es halt eine Trockensaison ist. Das ist immer noch ein bisschen ungewohnt, finde ich. Und zwar gibt es diese Woche den Porsche 911 GT3 RS4 2012 für 25 Punkte. Das sollte doch easy zu machen sein. Und den Jaguar XJ220 für 40 Punkte. Das ist beides relativ einfach zu erreichen. Besonders überraschend, dass der 911er so schnell zu erreichen ist. Also mit nur 25 Punkten. In der Forzaton Weekly ist es so, dass wir ein französisches oder auch ein italienisches Fahrzeug nehmen müssen. Und mit diesem Fahrzeug müssen wir dann Straßensprint-Rennveranstaltungen schaffen. Zudem müssen wir auch noch 6 Sterne bei Gefahrenschildern schaffen. Und wir müssen 5 ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten absolvieren. Als erstes müssen wir 5 Meilen in einem Forza Horizon Open Rennen schaffen. Dann, ja. Mal deine Bremssattel neu an, wird diese Woche auf uns zukommen, das sollte nicht ganz so schwer sein. Dann auf die Spitze des Le Grand mit 5 Driftfähigkeiten, mit dem 71er Lotus Elan 8 Sprintsterne gewinnen und 5 Arcade Piñatas kaputt machen und 3 Gegner im Eliminator erledigen. Der Shop bietet diese Woche richtig geil den Ferrari 599 XX, falls ihr den noch nicht habt, und den Bugatti Veyron. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Jetzt habe ich letzte Woche schon ein paar Punkte ausgegeben. Daher bleibt mir jetzt tatsächlich erstmal nur übrig der Bugatti. Und dann werde ich mir noch mal ein paar Punkte sammeln und gucken, dass ich mir vielleicht noch mal die Halo-Hupe zulege, da ich diese leider noch nicht habe. Dann die Prüfung, wo ihr gegen Driver-Tage mit anderen Menschen zusammen antretet. Da könnt ihr den Bugatti gewinnen. Also um genau zu sein, den Bugatti EB 310. Und zwar können wir hier auch wieder für den Horizon World Cup nach Länder sortieren und uns natürlich das Fahrzeug aussuchen, mit dem wir antreten möchten oder für welches Land wir repräsentiert sein möchten. In dem Fall wäre es für Deutschland der Porsche, der Peugeot 2000 für Frankreich, für Großbritannien wäre es der Ariel, der Urus Lamborghini für Italien, Japan der Honda und für USA der Jeep. Im Grunde genommen ganz gute Fahrzeuge. Uns ist auch schon aufgefallen, dass es diese Woche in der A-Klasse sein wird. Gleiches Spiel für den Horizon World Cup. Auch hier können wir wieder im Event Lab nach Länder sortieren. Auch diese Fahrzeuge zählen dann für die Länderpunkte. Dazu kommen wir am Ende auch nochmal, was dabei rumspringen könnte. Forza hat da ein bisschen was durchsickern lassen. Hier der VW oder der 911er. Den Spielplatz, da können wir den Lambo Huracan gewinnen. Und auch hier können wir wieder nach Länder sortieren. Und dort haben wir für die USA den Jeep, für Japan den Honda Civic, für Italien wieder den Urus Lamborghini, Großbritannien den Bentley, Frankreich wieder den Peugeot Super 2000 und für Deutschland den Cayenne Turbo Porsche, die 2018er Version. Als nächstes kommen wir auch schon zur Saisonmeisterschaft. Siegessicher, da können wir den Nissan R390 gewinnen. Ein legendäres Fahrzeug, solltet ihr definitiv absolvieren. Und auch hier zählt wieder alles in den Horizon World Cup mit rein, mit welchem Fahrzeug ihr fährt. Für Deutschland wäre es dann in dem Fall wieder der Audi. Oder erstmalig der Audi. Für Frankreich wäre es der Peugeot 2000, Callaghan für Großbritannien, der Maserati für Italien, Japan Toyota und USA Ford. Also auch hier wieder recht gute Fahrzeuge mit dabei. Bei der Veranstaltung 1 mit Sternchen fährt Deutschland mit BMW, Frankreich mit dem Peugeot, Großbritannien mit Lotus, Lamborghini für Italien, Japan für den Toyota und USA mit dem Dodge Challenger. Und dann haben wir noch, läuft bei dir, da können wir den neuen Elber gewinnen. Da habe ich leider bei der Aufnahme ein bisschen gepennt und habe da nicht reingeklickt, aber auch gleiches Spiel wie hier. Horizon World Cup, sucht euer Fahrzeug aus, mit dem ihr fahren wollt, und gewinnt euch einen Porsche dazu. Fotografiere den Land Rover und schließe den Battle Royale unter den Top 30 ab. Das wären so die Weekly-Ziele.
Und da kommen wir dann eigentlich auch schon zu dem Teil, der mich am meisten hypt. Ich bin ja totaler Fan vom Horizon World Cup. Das Bild habt ihr am Anfang schon einmal gesehen. Japan führt hier tatsächlich noch sehr, sehr, sehr weit. Deutschland ist mittlerweile auf Platz 2. Sehr gut gemacht, Jungs und Mädels. Dann kommt UK, Frankreich, USA und Italien. Und zwar hat Forza Horizon bekannt gegeben, dass wenn Japan gewinnt, bekommen wir den Nissan GT-RLM. Das LM wird höchstwahrscheinlich für Le Mans stehen, da dieses Fahrzeug mit 2015 daran teilgenommen hat, am 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Es scheint aber auch sein letztes Rennen gewesen zu sein, da dieses Fahrzeug nicht in die Wertung mit aufgenommen wurde. Und somit gab Nissan im Dezember 2015 bekannt, sich wieder aus der LMP1 zurückzuziehen. Schade Marmelade, ich hätte denen das gegönnt. Sollte USA gewinnen, bekommen wir die Shelby Cobra. Ja, die kann ich auch gerne zweimal haben oder auch dreimal. Ist ein schönes Auto, lässt sich gut fahren und auch der Klang ist einfach legendär. Und sollte Deutschland gewinnen, gibt es den Mercedes-Benz AMG CLK GTR. Ich kann leider auf dem Bild nicht ganz genau erkennen, welche Version das sein soll, aus welchem Jahrgang. Wenn ihr das wisst, dann dürft ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Der CLK GTR ist ein GT1-Rennwagen aus der FIA GT-Meisterschaft. Ist ein super Sportwagen und den hat Mercedes, also AMG Mercedes, in geringer Stückzahl aufgestellt. Und dann war es leider so gekommen, dass aus Kostengründen sich Opel und Alfa Romeo aus der DTM bzw. aus dem ITC zurückgezogen haben. So hatte der AMG einfach keine Gegner mehr und die Tourenwagen-Serie musste eingestellt werden. So, das war's dann eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Weeklies. Haut ordentlich rein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, nach oben zu krabbeln. Japan wird ein harter Gegner sein. Und ich bin gespannt, welches Fahrzeug wir am Ende dann tatsächlich bekommen. Und ob es auch die Fahrzeuge sind, die Forza da jetzt durchsickern lassen hat. In diesem Sinne, schöne Restwoche, schönes Wochenende. Euch allen alles Gute und viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Euer Timoschki.